Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule und in diesem Video stelle ich euch die Canon EOS Utilities vor. Ich gehe hier mal auf das Support-Menü und gehe zum Beispiel auf Software, gebe mal meine Kamera ein, das wäre jetzt die EOS M6 Mark II. Dann bekomme ich hier mal eine Auswahl, was hier an Software zur Verfügung steht. Die EOS Utilities benötigt ihr immer, wenn ihr die Kamera mit dem Computer verbinden möchtet. Die Software wird hier im Download-Bereich heruntergeladen und die Installation selbsterklärend. Jetzt werden wir das Programm öffnen und ich zeige euch ein paar von den Möglichkeiten der Nutzung. Wenn ihr die Kamera angeschlossen habt, dann bekommt ihr hier drei Möglichkeiten: das Herunterladen von Bildern auf den Computern, Fernaufnahmen oder die Kameraeinstellungen. Ich gehe hier mal in die Kameraeinstellung. Hier könnte ich ein Firmware-Update machen. Ich kann Datum, Uhrzeit einstellen. Ich kann Objektivfehlerkorrektur-Daten registrieren, Bildstil registrieren, Autor, Besitzer oder Copyright. Kann ich hier mal reinschreiben: Karl Füsselberger, www.wienerfotoschule.at. Ich bestätige das Ganze mal mit OK. Die Hintergrundmusik, das sehe ich heute zum ersten Mal. Das ist ja auch ganz interessant. Da werde ich jetzt einmal aussteigen und ich gehe hier in die Voreinstellungen und hier kann ich dann zum Beispiel einstellen, soll das Hauptfenster angezeigt werden, der Bildschirm, Bildschirm für Fernaufnahme oder Funktion den Download automatisch starten. Beim Zielordner gebe ich ein, wo sollen die Fotos abgespeichert werden. Hier kann ich einen Dateinamen noch eingeben. Ich habe hier für Fernaufnahmen, was soll hier geschehen? Ich könnte hier Software verknüpfen, habe die Zeiteinstellungen und hier die Umfrage sparen wir uns einmal im Moment. Sehr interessant sind die Fernaufnahmen. Ich werde hier mal den Menüpunkt auswählen. Ich muss mal hier das Fenster mal auf die andere Seite ziehen. Und ich gehe hier mal auf Live-Bildaufnahme. Jetzt werdet ihr sehen, ich habe hier alle Funktionen der Kamera auf meinem Monitor. Das mal ein bisschen kleiner machen. Und ich kann jetzt verschiedene Dinge hier einstellen. Ich kann zum Beispiel den Autofokus aus- und einschalten. Ich kann die Augenerkennung aktivieren, deaktivieren. Ich habe hier die Möglichkeit, die Fokusfelder ein- und auszublenden. Ich kann mir hier ein Seitenverhältnis anzeigen lassen oder viele andere Dinge. Ich bin jetzt mit der Kamera im Videomodus. Ich werde aber dann noch in den Fotomodus umschalten. Es ist nämlich sehr interessant. Man kann hier auch sehr viel fotografieren aus diesem Modus, wenn ich zum Beispiel im Studio einen Aufbau habe. Und ich kann jetzt hier über diese Kontrollfelder von der Verschlusszeit, der Blende, ich kann den Weißabgleich, also ich kann ganz, ganz viele Features hier steuern. Abschließend zeige ich euch noch, wie man Bilder von der Kamera herunterladen kann. Sobald ihr die Kamera ansteckt, öffnet sich hier das Fenster der EOS Utilities. Ihr geht hier auf Herunterladen von Bildern, auswählen und herunterladen. Dann bekommt ihr dieses Fenster und ihr könnt dann einfach die Fotos auswählen, die ihr gerne herunterladen möchtet. Und sofort habt ihr die Bilder dann am Computer in dem Ordner, den ihr vorher angegeben habt. Vielen Dank für heute. Bis demnächst.